Dichter Rümkow hat viel Wert darauf gelegt, dass seine Gedichte in richtiger Arbeit entstehen, dass es nichts ist, was einem zufällt. Aber die Einfälle davor, die Sternschnuppen, die Lyriden, die ihn anspringen, die hat er dann doch gerne befördert mit Alkohol, mit Hanf, mit Hanfrauchen, Kiffen. Das hat er erst spät gelernt in den USA von Studenten. Aber er hat tatsächlich auch selber dann noch Hanf angebaut in seinem Landhaus in Roseburg, da im Garten ganz versteckt, und hat den gesammelt und geerntet und in Gläser gefüllt und auch mit dem Jahrgangszettelchen versehen. Und wir sind sehr froh, dass wir davon noch ein Glas präsentieren können in der Ausstellung. Er hat das Ganze aber auch ironisch gewendet und hat in seinem Arbeitszimmer eine Flasche gehabt, auf der steht Arbeitsgeist und ein Päckchen Dichtungshanf, das natürlich nichts mit berauschendem Hanf zu tun hat, sondern mit Rohrabdichtungen. Aber er war so ein Ironiker, der das beides zusammendenken konnte. Peter Rümkow war ja nicht nur Autor, er hat auch gearbeitet als Redakteur, zum Beispiel bei der Zeitschrift Konkret, wo er Leslie Meyers Lyrikschlachthof ins Leben gerufen hat, indem er andere Lyrikautoren ja, auf gut irokesisch verstümmelt hat, hätte Arno Schmidt gesagt, wenn sie ihm nicht gefallen haben. Er war Lektor im Rowohlt Verlag, aber er war natürlich als Autor auch selber einer, der begutachtet wurde. Und bei seiner ersten Bewerbung mit einem Lyrikband bei Rowohlt hat damals Kurt Kusenberg über ihn geschrieben in seinem Verlagsgutachten: Auch Rümkow ist wie Celan ein Halbdichter, bei dem es nicht ganz zulangt. Aus diesem Buch wurde also dann nichts. Und Rümkow selbst war in seinen Gutachten aber auch nicht zimperlich, wie wir hier sehen können, an einem Gutachten über Nelly Sachs, eine Anthologie, zu der er geschrieben hat: Diese Anthologie ist weder etwas für unsere Paperback-Reihe noch für irgendeinen Verlag, der noch bei Sinnen und Stilgefühl ist. Peter Rümkow war ja oft und gern in Marbach, um hier mit seinem Vorlass zu arbeiten, aber gelebt hat er in Hamburg, seit er dort ein Studium angefangen hat. Der hat dort richtig gerne gelebt. Es ist ihm gelungen, eine Dichterstube zu mieten in Övegönne, direkt an der Elbe. Tatsächlich hat er in einem öffentlichen Auftritt darüber geklagt, dass er nicht so eine schöne Wohnung hat, und daraufhin hat sich eine Redersfamilie gefunden, die ihm und seiner Frau diese Wohnung vermietet hat. Und dieser kleine Ausguck über der Elbe hatte natürlich auch Auswirkungen auf seine Lyrik. Also es gibt viel, was mit Meer, mit Schiffen zu tun hat, solche Metaphern, die über den weiten Blick. Er hat auch gerne beobachtet, was so am Strand vor sich ging. Das findet sich dann eher in seinen Tagebuchnotizen. Und in dieser Vitrine kann man sehen den Ausblick aus Peter Rümkows Arbeitsfenster, so wie er heute ist. Wir durften da ein langes Video aufnehmen, also die Kamera lief über fast ein halbes Jahr. Das sind dann die besten Ausschnitte, die interessantesten, die man zu sehen kriegt. Sie sehen auf den Fotos, wie der Schreibtisch aussah, wenn Rümkow gearbeitet hat, sein kleiner Ausguck. Seine Frau, die in Hamburg Politikerin war. Und es gibt auch ein Interview mit einem Freund und Testamentsvollstrecker Joachim Kersten, der beschreibt, wie Rümkow sich in Hamburg in seinen Freundeskreisen bewegt hat.